Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen hier vor dem Bundesverfassungsgericht, dem höchsten deutschen Gericht, weil wir als Anwältinnen und Anwälte nicht nur unzufrieden, nein, weil wir empört sind, über die aktuelle Rechtsprechung dieses Gerichts. Als Organe der Rechtspflege in diesem Land, das sind wir und das bleiben wir, drücken wir unsere Empörung, unseren Protest und auch unsere Kritik unter anderem damit aus, ganz bewusst, indem wir hier mit unserer Robe, mit unserer Dienstkleidung stehen. Das Bundesverfassungsgericht hat am 5. Dezember durch den ersten Senat unter dem Vorsitz eines Herrn Habert, kennt ihr den? Und den Richtern Britz und Radke mit der sogenannten Bremen-Entscheidung das hohe Freiheits- und Grundrecht der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz, mit einer Argumentation eingeschränkt, ja so gut wie aufgehoben, die eines Rechtsstaates unwürdig ist. War es bislang so, dass in die Versammlungsfreiheit nur eingegriffen werden durfte durch ein Versammlungsverbot, wenn eine konkrete Gefahr für ein höheres Rechtsgut konkret festgestellt wurde, so soll jetzt seit der Bremen-Entscheidung die abstrakte Gefahr, Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten oder auch Ansteckungsgefahr ausreichend sein für ein totales Verbot, es sei denn, der Antragsteller, Versammlungsleiter widerlegt die Gefahr. Also auch noch eine Umkehr der Beweislast mit eingebaut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das tun wir jeden Tag. Das tun wir jeden Tag, indem wir auf die Fehlerhaftigkeit des RKI mit ihren Akteuren Drosten, Wieler, aber auch Bankkaufmann Jens Spahn hinweisen. Das tun wir jeden Tag in unseren Schreiben, in vielen Schreiben und Schriftsätzen. Doch dem ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts reicht das nicht. Abstrakte Gefahr mit RKI-Risikoeinschätzung nicht widerlegt, ich zitiere aus dem Beschluss, nach den Darlegungen nicht erkennbar, zack, Demoverbot bestätigt und dies aus der Feder des höchsten deutschen Richters. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann künftig jede dem Staat unliebsame Meinungsbildung und Meinungskundgabe unterbunden werden. Ist es das, was Sie wollen, Herr Professor Habert? Ist das der neue Zeitgeist im Bundesverfassungsgericht, Herr Habert? Ist das Ihr Wunschdenken von rechtsstaatlichem Handeln? Wir Anwälte und Anwältinnen, viele von uns Mitglieder der Anwälte für Aufklärung, ein Verein in Gründung, sagen dazu Nein. Wir rufen Nein als Organ der Rechtspflege. Wir sagen so nicht, Herr Habert. Das Versammlungsgrundrecht, dieses hohe Gut, kann und darf nicht von dem Gutdünken eines Professor Habert abhängen, gewissermaßen von abstrakten Begrifflichkeiten eines ersten Senats. Die Bremen-Entscheidung vom 5. Dezember ist ein Skandalbeschluss. Der Beschluss hätte so nie ergehen dürfen. Ich habe mich gefragt, hätte dieser Präsident diese neue Linie, die jetzt für Deutschland ja scheinbar Gültigkeit haben soll, auch als CDU-Bundestagsabgeordneter geschrieben und vertreten? Das war er ja. Über drei Wahlperioden, seit 1993 CDU-Mitglied, seit 1987 schon Mitglied der Jungen Union. Schon dies belegt doch eigentlich die fehlende richterliche Unabhängigkeit, die ein Verfassungsrichter aber haben muss. Es wird höchste Zeit für eine Justizreform, die Oberverwaltungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht künftig nicht mehr politisch zu besetzen. Die Liste der Kritikpunkte gegen diesen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ist lang. Ich zitiere einfach mal
Wikipedia. Bekanntermaßen eine sehr seriöse Quelle. Zitat. Bundesverfassungsgericht, Kritik, Doppelpunkt. Es kommen einige Spiegelpunkte. Es geht um Herrn Stefan Habert. Kritik. Vorwürfe von Verstößen gegen das Abgeordnetengesetz. Vorratsdatenspeicherung. Cum-Ex-Geschäfte als Anwalt. Dieselabgasskandal und Wirtschaftsmandate. Umstände der Ernennung zum Honorarprofessor in Heidelberg in 2018. Da kann man sich lange mit beschäftigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr lange. Man wird sehr, sehr Interessantes finden. Ich empfehle es. Ich will mich an dieser Stelle etwas kürzer fassen. Nun hat Herr Habert genau am heutigen Tag Geburtstag, 19. Dezember. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm viele, sehr viele gratulieren. Man hat ja in einer solchen Position, in einer solchen wichtigen Position, viele Freunde, echte, aber auch falsche Freunde. Echte Glückwünsche würden viele ihm aussprechen. Echte Glückwünsche, wenn er Habert, sagen wir, und das ist mein Vorschlag, zurücktreten würde. Das muss ja nicht unbedingt heute sein. Er kann seinen Rücktritt ja gerne auf morgen verschieben, dann kann er seinen Geburtstag noch zu Ende feiern. Meine Aufforderung, Herr Professor Habert, treten Sie zurück. Sie sind an diesem Gericht fehl am Platz. Sie haben unser Vertrauen in nur wenigen Monaten restlos verspielt. Das Bundesverfassungsgericht braucht bessere Juristen. Ja, hallo! Den hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten rufe ich zu. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke für euer Engagement im beruflichen Alltag. Danke für euren Einsatz für den Erhalt der Versammlungsfreiheit. Danke fürs Zuhören. Ja, ich versuche, wir haben das jetzt nicht geplant, der Christian hat es ja eben schon gesagt, wir haben einen Verein gegründet, die Anwälte für Aufklärung sind noch in Gründung, also e.V. Und ich bin der erste Vorsitzende, bin dazu gewählt worden und deswegen versuche ich das heute mal ein bisschen zu moderieren. Und ich möchte mich wirklich persönlich bedanken bei dir, Christian. Das war super, das ist eine super Rede, super Eröffnungsrede. Und dass du das hier machst, du bist ins kalte Wasser gesprungen und hast das hier ganz toll gemacht, ganz toll organisiert. Und danke, dass du da bist. Dr. Christian Knoche aus Hof Geismar. Das ist Gordon Pankala, Rechtsanwalt aus Köln, mit dem habe ich zusammen studiert und wir treten öfter mal auf. Ich freue mich immer, dass du da bist und der fängt jetzt mal an. Alles klar. So, hoffentlich bricht der Tisch nicht zusammen. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ich würde noch ganz kurz was sagen, jetzt gar nicht zum Bundesverfassungsgericht, sondern was ich letzte Woche noch gelesen habe. Einfach ignorieren, ja. Technik muss man ignorieren. Manchmal ist analog dann doch besser als die Digitalisierung. Und ich habe gelesen von unserem Oberchef, dem Dr. Wessels, der bereits im März geschrieben hatte an die Kanzlerin, dass wir Anwälte doch als systemrelevant einzustufen sind. Ein netter Gedanke, nur ich muss sagen, in einem Staat sind doch alle Bürger gleich. Ich bin dagegen, lieber Dr. Wessels, ich möchte, dass wir alle zusammen, entweder sind wir alle systemrelevant hier in diesem Land oder eben nicht. Dem kann ich mich leider nicht anschließen, Herr Dr. Wessels. Ja, und
In dem Sinne denke ich auch, alle sollten wir zusammenhalten, ob es Anwälte sind, Ärzte sind. Da drüben ist auch noch eine Demo von, was haben wir, Eltern für Aufklärung, glaube ich, heute hier. Und ja. Vielen Dank. Das ist auch so ein bisschen Jahresabschluss natürlich. Von daher freut mich das besonders, dass hier so viele Anwälte zusammengekommen sind. Und mal sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Der Impfstoff steht vor der Türe. Eine freiwillige Impfung. Ich hatte ein Verfahren in diesem Jahr mit der Anwaltskammer, weil ich mich ganz am Anfang schon geäußert hatte, dass das ja eine indirekte Zwangsimpfung sei, die da kommt. Das war ja in dem zweiten Corona-Gesetz so geschrieben. Ja, ich habe jetzt eine Rüge deswegen wegen der Aussage bekommen von der Anwaltskammer Köln, mehr nicht. Aber auch der Sache würde ich sagen, kann ich mich nicht anschließen, weil inhaltlich ist da nicht zur Stellung genommen worden. Und ich bleibe da bei meiner rechtlichen Auffassung, dass es so ist. Und das sehen wir jetzt auch, dass jetzt, zumindest wenn es nicht verpflichtend ist, was auch relativ schwierig durchsetzbar ist, jetzt wieder mit dieser Moralgeschichte angefangen wird. Ja, die kommen ja auch von überall her, die Leute, moralisch, jetzt werden erst die Älteren geimpft und was weiß ich was, systemrelevant, haben wir dann wieder dieses furchtbare Wort. Also alle zusammen sind wir systemrelevant und alle zusammen sind wir hier Bürger dieses Landes. Und von daher hoffe ich, dass im nächsten Jahr dann die Grundrechte ja weiter eingehalten werden oder da, wo sie eingeschränkt worden sind, dass diese Beschränkungen jetzt rückgängig gemacht werden. Wenn man sich einfach die Zahlen anschaut von Professor Ilionidis, was die Letalität anbelangt von Corona, sind wir bei unter 1%. Und genauso ist das auch mit den Impfstoffen. Wenn gesagt wird, 95% Wirksamkeit, bezieht sich das auf 1% der Leute, die diesen Impfstoff überhaupt benötigen. Aber 99% der Leute sollen mitmachen. Das verstehe ich einfach als Jurist nicht, weil als Juristen sind wir eigentlich logisch denkende Menschen, denke ich mir mal. Und das entbehrt für mich jeder Logik, ja? Dass man wegen 1%... natürlich jedes Menschenleben ist wichtig, aber auch die Freiheit ist wichtig. Und dazu muss man natürlich sagen, wenn das Leben steht über der Freiheit, glaube ich nicht. Weil wenn wir sehen, wir waren ja hier mal eine furchtbare Diktatur, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg hier nicht eingegriffen hätten, ihr Leben für unsere Demokratie aufs Spiel gesetzt hätten, dann hätten wir diese Freiheit nicht. Also diese Bewertung auch des Verfassungsgerichtes, die Gesundheit steht über allem, die sehe ich nicht so. Ja, die Freiheit ist mindestens ein genauso wichtiges Gut. Danke. Ute Sieben. Hallo, also mein Name ist Ute Sieben und das ist meine erste richtige Rede. Und mir flattert es ganz schön, wenn ich diese Menschenmassen sehe. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Wieso stehe ich heute hier? Ich habe im Studium gelernt, wie wichtig Artikel 1 unseres Grundgesetzes ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich hat dieser Satz eine tiefgreifende Bedeutung. Niemandem steht das Recht zu, darüber zu entscheiden, welcher Mensch würdig ist, ein Mensch zu sein und welcher nicht. Damit ist es uns verboten, einem Menschen aufgrund dessen, was er getan hat, das Menschensein abzusprechen. Über diesen Satz habe ich in der Vergangenheit mit vielen mir lieben Menschen diskutiert. Damals hätte ich mir noch nicht vorstellen können, dass für uns in Deutschland aber noch ein ganz anderer Aspekt wichtig werden könnte, nämlich das Verbot, einen Menschen zum Objekt staatlichen Handelns zu machen. Applaus. Nein. Genau das aber passiert meines Erachtens im Augenblick. Der Mensch wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern nur noch als potenzieller Ansteckungsverdächtiger. Er muss, am besten immer, eine Maske tragen. Ansonsten könnte er ja womöglich jemand anderen anstecken. Menschen wird in Kliniken die Behandlung versagt, wenn sie keine Maske tragen. Dabei ist es egal, ob sie vom Tragen einer Maske ärztlich befreit sind. Welcher Zynismus ist es, wenn diesen Menschen dann von der Klinik mitgeteilt wird, ihnen kann das Tragen einer Maske zugemutet werden. Und falls etwas passiert, sind sie ja ohnehin im Krankenhaus und ihnen kann geholfen werden. Der Mensch muss in Pflegeheimen abgeschottet werden, ob er will oder nicht, damit wir sein Leben schützen können. Der Mensch muss in Quarantäne, falls er Kontaktperson Kategorie 1 ist. Und dabei ist es völlig egal, ob der sogenannte Quellfall tatsächlich Träger einer Infektion ist.
Besonders deutlich wird diese Entmenschlichung meines Erachtens mit folgendem Satz des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann am 13.12.2020. Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie. Die Bevölkerung ist kein abstraktes Gebilde. Das sind viele einzelne Menschen mit einem Recht als einzelner Mensch und nicht nur als Teil einer Bevölkerung wahrgenommen zu werden. Aber ich komme vom eigentlichen Punkt ab. Wieso stehe ich heute hier? Bei mir hat die Idee unseres Grundgesetzes und allen voran Artikel 1 Grundgesetz sowie der Grund, warum es unser Grundgesetz gibt, einen tiefgreifenden, ja sogar essentiell wichtigen Eindruck hinterlassen. Dieses Wissen ist Teil meiner selbst. Und dann kam der erste Lockdown. Und nachdem unser Grundgesetz ein Teil meines Fundaments geworden war, war ich in den Grundfesten erschüttert. Der Lockdown hat mir wirklich sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Exekutive entzieht uns mit einem Fingerschnippen in vielen Bereichen wesentliche Teile unserer Grundrechte. Ich konnte es nicht fassen, dass dieses so ohne weiteres möglich war. Wie eine Ohrfeige kam mir dann die nachträgliche Legitimation durch das Parlament vor. Was für eine Legitimation ist es, wenn sie im Nachhinein in einer Atmosphäre der Angst vor dem Virus und vor Repressalien im Falle einer abweichenden Handlung sowie vor dem Hintergrund bereits geschaffener weitreichender Fakten im Schnellverfahren eingeholt wurde? In meinen Augen darf dieses nicht ausreichen. Parallel bemerkte ich bei mir, dass auch mir auf einmal die Angst im Nacken saß. Was passiert, wenn ich mich anstecke? Sterbe ich dann? Was muss ich tun, um mich zu schützen? Aber diese Phase hielt nur wenige Tage, denn mein Verstand gewann die Oberhand und in mir kamen Zweifel auf. Zweifel, die genährt wurden durch das Wissen, dass etwas falsch läuft, wenn nur noch die Exekutive vorgeben darf, wo es lang geht. Dass etwas falsch läuft, wenn die Basis der Exekutive die ist, dass systematisch Angst verbreitet wird, dass die Menschen mit Angst paralysiert werden. Dass etwas falsch läuft, wenn die Regierung unser Miteinander vergiftet, indem sie Zwietracht sät. Dass etwas falsch läuft, wenn es heißt, wenn sie ihren Nachbarn anzeigen, dann denunzieren sie nichts, sondern dann schützen sie Leben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und selber zu denken und bin seitdem auf so viele Unstimmigkeiten gestoßen, dass hier aufzuzählen wahrscheinlich den ganzen Tag dauern würde. Mir gefällt das Motto: Glaube nichts, hinterfrage alles und denke selber. Genau dieses tue ich, Tag für Tag. Und die Tage werden surrealer. Die Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und dem, was seitens der Regierung als Wirklichkeit suggeriert wird, wird täglich größer. Das auszuhalten ist echt anstrengend, aber es ist jeden Tag wert. Und ich erwarte von jedem Mitmenschen, getreu diesem Motto vorzugehen. Dieses ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns und unsere Bürgerpflicht. Es ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen, nicht dem RKI-Präsident Lothar Wieler Folge zu leisten, der sagte, diese dürfen nicht hinterfragt werden. Ui, ein schlimmer Satz. Wo war ich? Ach ja, warum stehe ich hier? Nachdem für mich klar war, dass hier vieles falsch läuft, habe ich bin ja Juristin mit Leib und Seele, an unsere Gerichte geglaubt. Ich habe wirklich gedacht, die werden es schon richten. Es kann gar nicht anders sein. Aber dann kam die nächste Erkenntnis. Anstelle, dass die Gerichte die Exekutive kontrollieren, machen sie sich den Maßstab der Behörde RKI zu eigen. Damit ist ein weiterer Teil meines Fundaments zerbröselt, nämlich der Glaube an unser Rechtssystem. Nachdem unser Bundesverfassungsgericht am 5.12.2020 eine Demonstration der Querdenken 421 Bremen verboten hat, sagte mir ein sehr geschätzter Kollege, Lies Brockdorf. Brockdorf. Und das habe ich getan und dabei folgende wichtige Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gefunden. Darf ich ganz kurz? Ja. Tut mir leid, ich brauche es nicht. So, es ist ja leider zu einer Gewohnheit geworden, dass ich auf Demos, auch wenn ich gerade nicht dran bin, was zu sagen habe. Und da hinten wird, ich habe jetzt gerade mit der Polizei diskutiert, da werden schon die ersten Räumungen angedroht, es werden Platzverweise angedroht. Der Polizeiführer hat den Passanten, die hier stehen, wohl auch schon mitgeteilt, dass jetzt alle den Platz verlassen sollen. Ich habe jetzt gefragt, was die Begründung ist. Ja, hier wurde mal kurz der Abstand nicht eingehalten. Also ich frage wirklich, meint ihr das ernst? Meint ihr das wirklich ernst? Ist dieser Platz irgendwie nicht öffentlich?
dürfen Menschen nicht an einer Versammlung vorbeilaufen. Das hier ist tatsächlich eine Anwaltsversammlung und soweit ich das Versammlungsrecht gelernt habe, das war schon eine Weile her, darf man in einem Stadtpark sein, darf auch hier stehen. Und die Menschen haben hier Abstände genug. Und das, was ich jetzt gerade schon wieder von der Polizei gehört habe, das finde ich also wirklich, ich finde das beschämend, was ihr hier macht. Ich finde es absolut beschämend. Wir stehen hier vom Bundesverfassungsgericht mit 50 Juristen. Der Herr Präsident war kürzlich selbst auf einer Versammlung. Können Sie gerne googeln. Da hat kein Mensch sich für Abstände interessiert. Dieser Herr Habert, unser oberster Richter, spricht auf Versammlungen, auf denen keine Abstände gehalten werden. Und Sie möchten den Menschen, die hier stehen, sagen, Sie haben diesen Platz zu verlassen, mit welcher Begründung? Sag mal, wissen Sie eigentlich nur, was Sie tun? Ich würde es mal den Menschen, die hier außenrum stehen, einfach mal raten. Macht doch einfach mal ein paar Meter mehr Abstand. Und diese Leute sind nicht Teil unserer Versammlung. Wenn das eine eigene Versammlung oder Ansammlung ist, Leute, dann haltet 2 Meter Abstand und dann ist gut. Aber wir stehen hier vom Bundesverfassungsgericht und wir verteidigen hier eine Demokratie und das, was die Polizei hier macht, das ist beschämend. Ich glaube, da mache ich einfach noch kurz weiter, in der Hoffnung, dass nicht weitere Unterbrechungen folgen von der Polizei. Also, nachdem unser Bundesverfassungsgericht eine Demonstration der Querdenken 421 Bremen verboten hat, sagte mir ein sehr geschätzter Kollege Lies Brockdorf. Und das habe ich getan und dabei folgende wichtige Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gefunden. Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv am politischen Meinungsbildungsprozess und Willensbildungsprozess teilzunehmen, gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens. Der Versammlungsfreiheit kommt ein hoher Stellenwert zu. Sie ist als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Und weil dem so ist, ist zu verlangen, dass sich das Verwaltungsgericht im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nicht mit einer bloßen Prognose zur voraussichtlichen Richtigkeit des Offensichtlichkeitsurteils zufrieden gibt, sondern die Frage der Offensichtlichkeit erschöpfend klärt und insoweit über eine lediglich summarische Prüfung hinausgeht. Es hat eine intensive Prüfung zu erfolgen. Ganz ehrlich, ich vermisse die Einhaltung dieser eigenen Vorgaben im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 5.12.2020. Daher würde ich nunmehr gerne dem Bundesverfassungsgericht heute den Rat erteilen, lesen Sie Brockdorf. Unsere Grundrechte wurden nicht nur geschaffen für die guten Zeiten, sie wurden insbesondere geschaffen für Zeiten wie heute. In diesen sollten sie Bestand haben und uns den Weg weisen. Stattdessen wurden sie auf die Seite geschoben, ausgesetzt. Am Anfang nur auf vorgeblich begrenzte Zeit, nunmehr mit offenem Ende. Es geht nicht um Gesundheit oder Freiheit. Es geht um Anerkennung von beiden im Einklang miteinander. Ohne Gesundheit können wir unsere Freiheit nicht auskosten. Aber ohne Freiheit ist uns auch die Gesundheit nicht von Nutzen. Es geht darum, wieder einen verhältnismäßigen Ausgleich zu finden. Beides hat einen Anspruch auf Koexistenz und es geht darum, wieder die Menschenwürde eines jeden Einzelnen anzuerkennen. Der Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Der Mensch ist nicht nur ein Objekt einer Solidargemeinschaft. Es ist Zeit, dass wieder Menschlichkeit zählt. Ich bin euch Anwältinnen und Anwälte für Aufklärung unendlich dankbar. Schon alleine dafür, dass ihr da seid und mir Tag für Tag Rückhalt gebt, mit mir in den Diskurs geht und natürlich auch für die vielen wichtigen Tipps, Anleitungen, Hilfestellungen und so weiter. Vor allem voran, dass ich mit euch gemeinsam immer wieder streiten kann für ein freiheitliches, demokratisches und rechtsstaatliches Land. Wie haben wir doch bei unserer Vereidigung geschworen? Ich schwöre, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen. Dies tun wir und das erfüllt mich mit Stolz. Vielen Dank. Danke, Ute. Dankeschön. Ich wollte nur kurz sagen.
Danke, Ute. Und danke, dass du uns den Tisch hier zur Verfügung gestellt hast. Ja, ich möchte auch nochmal an die Polizei einen Aufruf richten, sich hier zurückzuhalten. Ich kann Ihnen aus Erfahrung als Anwalt sagen, dass ich bisher sehr viele Verfahren in dem Ordnungswidrigkeitenbereich gemacht habe. Und ich habe noch keine einzige Verurteilung wegen eines Mindestabstandes oder der Unterschreitung eines Mindestabstandes kassiert. Weil hier einfach die Beweislage auch so schwer ist. Und deswegen denke ich, Sie machen hier auch Sisyphus-Arbeit. Ich denke, Sie können die Leute ermahnen. Die Leute werden sicherlich die Abstände einhalten und gucken auch bitte, ob hier die Leute nicht aus einem Haushalt sind, die vielleicht zusammenstehen. Die können das, dürfen das nämlich auch nach der Corona-Schutzverordnung hier in Baden-Württemberg. So, dann... ja? Ich hab kurz ein Update. Vom Bundesverfassungsgericht vor 25 Minuten ging ein Fax bei mir ein. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht nicht überraschenderweise entschieden, dass gemäß § 32 Absatz 1 in Verbindung mit § 93d Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August einstimmig beschlossen, der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt, weil die Voraussetzungen des 32 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz von dem Antragsteller nicht dargetan sind. Das ist immer die Begründung, die wir immer dann bekommen, wenn das Bundesverfassungsgericht gar nichts sagen möchte, weil man kann das ja auch nicht angreifen, weil woher soll ich jetzt wissen, beziehungsweise der Antragsteller, welche Voraussetzungen, also warum er die Voraussetzungen nicht dargetan hat. Es fehlt jegliche Begründung. Da sieht man, was das für eine Autorität ist. Das Bundesverfassungsgericht braucht sich nicht erklären, wenn es nicht möchte. Das ist natürlich systemisch auch schwer anders zu konstruieren, aber auf jeden Fall ist es sehr traurig, dass hier auf die zahlreichen Argumente, die auch jede Woche neu aktualisiert hier eingehen beim Bundesverfassungsgericht, nicht eingegangen wird. Ja, damit war leider zu rechnen, aber wir hoffen, dass, also wir machen so lange weiter, bis das hier irgendwann wieder anders ist. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, das ist natürlich eine beschissene Nachricht, aber zu erwarten war es. Ich denke, das ist der Grund, warum wir hier erst recht weitermachen sollten. Und erst recht dazu aufrufen, dass uns einfach noch mehr Juristen unterstützen, denn wir können noch welche gebrauchen. Und ich glaube, dass wenn das hier die Runde macht, dass einfach mit einem Satz, es geht um einen Satz, das Versammlungsrecht hier aufgehoben wird und zerstört wird, so nach meiner Meinung, dass das möglich ist. Das hätte ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Und genau darum geht es hier. Und deswegen müssen wir weitermachen. Wir werden weitermachen. Sie werden uns nicht mehr los, Herr Abert. Es ist wirklich beschämend. Und naja, so, mal ein bisschen Druck raus. Und wir haben jetzt einen Gastredner, es ist ein Zahnarzt, also ein Arzt, der hat eine Bildung hinter sich, der weiß, was er sagt, der weiß, was er tut. Und seinen Namen habe ich jetzt nicht, aber das wird er gleich selber machen und er wird noch mal 2, 3, 4, 5 Minuten was sagen. Vielen Dank. Mein Name ist Fritz Düker, für die Presse Dr. Fritz Düker. Ich bin Zahnarzt, Oralchirurg in Offenburg tätig, für alle anderen Fritz, genau, in der DVT. Und ich bin hier heute spontan gelandet und habe auch nichts vorbereitet, aber ich bringe die Erfahrung aus dieser Woche mit. Ich bin seit einem halben Jahr in Offenburg auf der Straße mit am Anfang einem Infostand, den ich angemeldet habe. Ich habe mich zu einer Gruppe Meditierender gesetzt. Ich habe alles gemacht, um meine Meinung auf die Straße zu bringen. Und bin dafür vom Staat übelst angegangen. Ich habe in dieser Zeit 8 Ermittlungsverfahren eingefangen. Ja, diese Aktion mit den Meditierenden, ich habe mich dazugesetzt. Der ein Ermittlungsverfahren begonnen hat, war ich. Ja, diese Meinung über Corona, die gesund ist, wird in diesem Land verboten. Und das darf nicht sein.
Und jetzt zu dieser Woche. Ich habe Anfang der Woche bei der Stadt Offenburg eine Versammlung angemeldet. Ich habe schon öfter Versammlungen angemeldet, auch den Infostand. Und dieses Mal wurde es abgelehnt. Dann sind wir trotzdem auf die Straße gegangen, haben uns nach Artikel 20 Absatz 4 berufen. Und dann habe ich gestern beim Verwaltungsgericht in Freiburg einen Eilantrag gestellt. Der wurde gestern bearbeitet. Gestern Abend waren wir wieder auf der Straße. Es kam der Anruf, abgelehnt. Ja? Und ich will einfach nur friedlich mit Abständen meine Meinung auf der Straße sagen dürfen. Es muss keiner meine Meinung haben, aber ich will meine Meinung sagen dürfen. Und ey, es tut mir leid. Wenn das den Menschen auf der Straße nicht erlaubt wird, die Meinung zu sagen und andere Meinungen anzuhören, ja, dann leben wir hier in einem Dreckstaat und da müssen wir weg. Und einen Wunsch habe ich noch, wir Mediziner und die Juristen, dass die Wege finden, gemeinsam für die Sache zu kämpfen. Ja, jeder bringt sein Fachwissen mit und ich denke, damit können wir in diesem Land doch noch was erreichen. Ja, und ich hätte gerne Unterstützung bei dieser Ablehnung des Amtsgerichts, um da durchzukommen. Ja? Vielen Dank. So, vielen Dank. Also das ist ein wunderschönes Bild, euch hier in Rom zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Sicher könnten wir mehr sein, aber das geht immer. Ja, ich habe schon vor ganz anderen Demos gestanden, aber die geht mir besonders ans Herz, das muss ich wirklich sagen. Und bin auch irgendwie komischerweise ein bisschen aufgeregt heute, obwohl, naja, sind einige von ganz, ganz weit hergekommen und einer ist ganz weit weg, der kommt sogar aus der Uckermark. Ich weiß nicht, ob du was sagen willst. Möchtest du was sagen? Das ist der Göran Thoms, der kommt aus der Uckermark. Der ist fast 800 Kilometer heute Nacht gefahren. Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht meine Rede, wenn ich denn hier aufsteige, mit Ja zu beginnen. Jetzt ist es doch passiert. Ich habe mich ins Auto gesetzt heute Morgen, 3:30. Halb vier? Ich bin 3:30 losgefahren heute Morgen, habe meinen Freund Alex aus Leipzig abgeholt und ich denke, das sollte ein Zeichen sein, wie wichtig mir das hier ist. Ich wollte nochmal Danke sagen an die Veranstalter, die das hier auf die Beine gestellt haben. Ich wollte Danke sagen für die AFA. Ohne euch, glaube ich, hätte ich lange aufgegeben. Und ja, mehr sage ich denn jetzt erstmal nicht. Ich wollte nur Gesicht zeigen. Ja, wer geht jetzt mit? Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass Sie hier so zahlreich gekommen sind. Mein Name ist Kiefer, Rechtsanwalt Kiefer. Am 1.11. fuhr ich in Würzburg an die Tankstelle Bayern und bin ohne Maske in den Verkaufsraum gegangen. Ziemlich schnöde angeschnauzt, erklärte ich, dass ich Maskenverweigerer bin. 3 Tage später wurde ich denunziert. Mit anderen Worten, ich habe jetzt ein Bußgeldbescheid von 250 Euro auf dem Tisch und ich freue mich auf das Verfahren. Ja. Ich freue mich auf dieses Verfahren, weil ich diesem Spuk endlich ein Ende machen will. Aber es ist nicht gesagt, dass mir das gelingt. Weil in anderen vielen Verfahren habe ich erleben müssen, dass die Richter sagen, ja, das RKI sagt, es ist ja ganz, ganz schlimm. Und weil das RKI das sagt, müssen wir leider Gottes hier ablehnen oder sie verurteilen. Es wird keine eigene Sachermittlung mehr getroffen, auch in Strafverfahren nicht mehr. Das ist ein Skandal schlechthin. Ein Skandal! Schlechthin. Es ist jetzt so, dass der Täter, und das, bitteschön, meine Herren Polizisten, jetzt muss der Täter beweisen, dass er es nicht war.
Das muss Ihnen in Ihrer Ausbildung aber auch schon mal begegnet worden sein, dass es eine Unschuldsvermutung gibt. Nein, wir, die Täter, ich sage es ganz bewusst so, müssen beweisen, dass wir es nicht waren. Wir haben hier eine Beweislastumkehr. Nun, es ist so, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich unbedingt Erfolg haben werde. Denn das muss man wissen, das RKI ist natürlich eine Behörde, die weisungsgebunden ist vom Gesundheitsminister. Und was macht er? Der sagt, sagt doch bitte mal schön, dass es ganz schön schwierig ist und dass hier alles ganz, ganz schlimm ist. Das macht das RKI und dann sagt der Gesundheitsminister, ja, da müssen wir halt härtere Maßnahmen machen, wenn es so schlimm ist. Das ist genau das Gleiche, als wenn ein straffällig gewordener Richter über sich selbst entscheiden muss. Und das ist kein Rechtsstaat mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe seit 50 Jahren permanent gelernt, wehret den Anfängen. Wehret den Anfängen. 50 Jahre lang habe ich das gelernt. Und jetzt soll das nicht mehr gelten. Wir müssen alle aufstehen, auch vor allen Dingen die Bürger in Uniform. Lassen Sie sich nicht instrumentalisieren. Lassen Sie sich nicht instrumentalisieren. Vielen Dank für Ihr Gehör. Ja, ich wollte dich vorstellen. So, wir haben heute auch ein bisschen Musik, das kommt auch gleich. Ich denke, ein, zwei Acts haben wir sozusagen. Wollen das Ganze ein bisschen auflockern. Bis es soweit ist, haben wir aber noch weitere Redner. Also ich lade wirklich jeden ein, sich hier hinzustellen. Er kann wirklich was sagen. Ich finde das auch wichtig, dass jeder was sagt. Der möchte, ja, also nicht wirklich, soll keiner sich dazu gezwungen fühlen, aber dass man uns auch, teilweise kennen wir uns ja auch noch gar nicht so richtig persönlich und deswegen ist heute auch eine gute Gelegenheit dafür und mal einen Eindruck zu kriegen und vielen Dank an die Redner, tolle Reden bisher, finde ich ganz toll und jetzt kommt dein Name, habe ich das mal. Ja, das kannst du gleich selber sagen. Ich freue mich jedenfalls, vielen Dank. Rechtsanwältin den Töbenkoch aus Frankfurt und ich bin auch keine Rechtsanwältin den Töbenkoch aus Frankfurt. Ich bin auch, wie ihr merkt, keine muss versuchen, das Mikro wirklich ganz laut zu essen und dann laut. Ja, und die Bakterien und Viren da dran. Also, Rechtsanwältin den Töbenkoch aus Frankfurt. Ich bin seit 40 Jahren Rechtsanwältin und für mich war Recht und Ordnung, das war mein Leben. Und ich habe nicht gedacht, dass in Deutschland das, was im Moment passiert, überhaupt passieren kann. Ich habe mich immer gefragt, wie ihr alle, wie kam es zu Hitler, wie kam es zum Dritten Reich? Leute, ich weiß es heute. Aber heute denke ich, müssen wir noch ein paar andere Botschaften vermitteln. Wir müssen uns fragen zu der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Was ist denn die Ursache? Wie ist es denn dazu gekommen? Und für mich ist die Ursache der PCR-Test. Der PCR-Test ist der Kern, die Ursache für alles, was uns hier passiert ist. Für alles. Und ich habe heute ich habe ein Papier mitgebracht und für euch vervielfältigt, wo noch einmal dezidiert erklärt ist, was ein PCR-Test ist, wie er funktioniert und was er kann. Ich habe festgestellt bei meiner Arbeit, ich bin Fachanwältin für Medizinrecht und ich bin seit 2005 bin ich Fachanwältin, seit es diesen Titel gibt. Vorher habe ich auch schon für den Hartmann-Bund die Rechtsberatung gemacht. Ich arbeite im Gesundheitswesen, nicht im Gesundheitswesen, nein, ich arbeite in diesem Bereich seit 30 Jahren. Ich habe die ganzen Reformen mitbekommen, ich habe alle unsere Gesundheitsminister erlebt. Und ich möchte jetzt nichts über den Herrn Spahn sagen, weil ich sonst hier ausufere. Also wir kommen wieder
zur Sache. Die PCR-Tests, wie gesagt, ich habe Ihnen ein Papier mitgebracht, das werde ich verteilen. Dieses Papier habe ich an unser hessisches Ministerium geschickt. Natürlich habe ich keine Antwort bekommen. Aber ihr könnt das Papier lesen und ihr könnt das Papier verwenden. Und aus diesem Papier ergibt sich für jeden medizinischen Laien ganz eindeutig, dass die PCR-Tests keine Corona-Infektion nachweisen können. Sie sind nicht dafür gemacht. Alle Anwälte, die hier sind, die wissen das. Das weiß ich, dass ihr informiert seid. Aber wir reden ja hier nicht nur für uns. Und diese PCR-Tests, diese Lügen und dieser Fake, diese Millionen Tests, ich will überhaupt nicht von den Geldern sprechen, die hier verschwendet worden sind. Wir reden jetzt mal gerade nicht vom Geld. Es ist unfassbar, was hier verschwendet worden ist. Die PCR-Tests haben bei unseren Mitbürgern unglaubliche Angst verursacht. Und wenn ich heute zu einer Arzthelferin sage, der PCR-Test, wissen Sie denn nicht, dass der gar nicht funktioniert, dann guckt die mich an, als wäre ich irre. Man dringt nicht durch. Und das betrifft auch nicht nur die Arzthelferin. Das betrifft auch die Ärzte. Auch die meisten Ärzte sind hier, Sie werden es vielleicht nicht so erlebt haben wie ich, die sind absolut gutgläubig. Ich habe heute von der KV Hessen wieder eine Verlautbarung gelesen. Die sind absolut gutgläubig. Die glauben alle, dass der PCR-Test in der Lage ist, die Infektion nachzuweisen. Und wenn wir diesen Schritt, wir können uns nur nicht durchsetzen, wenn wir diesen Schritt zusammen gehen, gedanklich, und sagen, der PCR-Test kann keine Infektion nachweisen, dann bedeutet das, wir haben keine Pandemie. Wir haben keine Pandemie. Nein, haben wir nicht. So, jetzt noch, darf ich noch zwei Sätze? Habe ich noch Zeit? Der nächste Schritt ist, bin ich ein Covid-19-Verweigerer? Nein, das bin ich nicht. Mein Mann ist schwerbehindert. Mein Mann ist Sauerstoffpatient. Der ist lungenkrank. Und wenn mein Mann Corona bekommt, Covid-19 bekommt, können wir wirklich davon ausgehen, dass er das nicht überlebt. Ich habe Angst vor dieser Krankheit. Aber mein Mann und ich, wir leben mit dieser Krankheit seit vielen Jahren. Und der muss auch sterben, wenn er die Grippe in einer schlimmen Form bekommt. Das heißt, was machen wir? Wir haben ehrlich gesagt keine öffentlichen Veranstaltungen besucht. Wir gehen eigentlich nicht in volle Kinos und auf Partys, wo Leute mit Schnupfen sind. Das machen wir aber schon seit vielen Jahren nicht. Aber wir nehmen am öffentlichen Leben ganz normal teil. Mein Mann. Ich erwarte nicht, dass sich 30 Millionen Leute zu Hause verstecken. Also wir nehmen normal teil, weil wir wollen trotz Krankheit ein normales Leben haben. Weil das normale Leben, Leute, das ist doch viel wichtiger. Und wir hätten als Alternative uns zu Hause in der Wohnung einsperren müssen. Leute, wer will das denn? 80 Millionen Leute wollen sich doch nicht einsperren. Kommt raus. Und dazu jetzt, ich komme zum Schluss, das Wichtigste ist, dass wir uns über diese Krankheit informieren. Ich habe mir im Mai 20 habe ich mir das Buch von Bhakti und Reis gekauft, Corona-Fehlalarm. Also ich fand das einfach toll. Total nüchtern, sachlich und es war für Laien, für uns medizinische Laien geschrieben. Man kann das verstehen. Und zwar die wesentliche Aussage ist, der vernünftige Umgang mit dieser Viruserkrankung, der vernünftige Umgang, und an dem vernünftigen Umgang fehlt es. Und wenn mir jetzt noch einer sagt, ja, aber du beachtest nicht, dass wir diese Not in den Krankenhäusern haben, auch das ist eine Lüge. Wir haben in jedem Winter haben wir erschöpfte Ärzte, volle Intensivstationen, und wir haben
Schwestern und Pfleger, die am Ende sind. Das hat noch nie irgendjemanden interessiert. Wir hatten die immer. Und was hat denn unser Gesundheitsministerium jetzt den Sommer über für die Schwestern und für die Ärzte, die beklatscht wurden, was hat man denn für die getan? Was hat man getan? Es hat für die vielen Millionen, die Herr Spahn für Werbeausgaben hatte oder für diesen Rohrkrepierer WhatsApp, Corona-App, ja. Es ist unglaublich. Was haben die bekommen? Nichts, nichts. Und damit will ich schließen. Ich habe Hochachtung vor den Schwestern, vor den Ärzten. Aber ich finde es schrecklich, wie die benutzt werden. Wie die benutzt werden und wie gelogen wird. Vielen Dank. Gleich, aber die Technik steht noch nicht. Ja, hallo. Mein Name ist Beate Barner, ich bin Anwältin in Heidelberg, Fachanwältin für Medizinrecht. Ja, und okay, noch lauter so, besser? Also, ich bin Beate Barner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg. Und ich wollte was zu dem Coronavirus sagen, denn ich habe festgestellt, das Coronavirus ist sehr, sehr gefährlich. Das Coronavirus ist gefährlich, aber unterschiedlich gefährlich. Für die Menschen, da trifft es einen von 10.000, der stationär behandelt werden muss. Ich habe hier einen Auszug des Intensivregisters in Zusammenarbeit mit dem RKI. In diesem Jahr wurden knapp 42.000 Patienten stationär behandelt oder intensiv behandelt, also schwere Fälle. Das sind 0,005% der Bevölkerung, einer von 10.000. Das ist weniger als eine seltene Erkrankung, die definiert wird nach der EU. Eine seltene Erkrankung liegt vor, wenn fünf oder weniger als fünf Personen von 10.000 daran erkranken. Gestorben sind nur 10.000 Menschen bislang, hier nach 10.233 Stand heute. Das ist etwa 1% von der gesamten Sterbezahl von etwa 930 bis 50.000. Wir haben ja noch nicht Jahresende. 1% aller Verstorbenen ist an Corona gestorben. 99% ist an Herz-Kreislauf, Krebs und vielen anderen Krankheiten gestorben. Corona steht an allerletzter Stelle. Für die Menschen also. Für die Menschen also scheint Corona und das Virus nicht so schlimm zu sein. Auf der Intensivstation aufgrund Coronavirus und ich fürchte schon seit April schwer beatmungspflichtig liegt allerdings unser Rechtsstaat. Unser Rechtsstaat liegt in Sachen Coronavirus auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Ich habe das versucht am 8. April, indem ich, nachdem ich wirklich mit einem ungeheuerlichen Schock, einem nie gekannten Entsetzen wenige Tage zuvor morgens aufgewacht bin, über den weltweiten Lockdown. Weil ich wusste, niemals ist ein Virus zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, gleich schlimm. Und ich wusste nicht, was es ist. Aber ich habe gespürt, es passiert etwas sehr, sehr Böses. Wenige Tage später waren ein paar sehr hochkarätige, aber nie gehörte
Mediziner bei mir in der Kanzlei. Das war an dem Tag, an dem ich dann gemerkt habe, auf die Mediziner hört man ja gar nicht. Und ich habe die dann mit Brötchen und Kaffee gelassen und bin nebenan in mein Büro und habe die Verfassungsbeschwerde verfasst. Einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfassungsgericht wegen Angriffs auf den Bestand der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe dargelegt auf fast 40 Seiten, dass fast alle Grundrechte durch diesen Lockdown damals im April verletzt werden. Und dass erstens natürlich die Regierungen dazu nicht befugt sind, aber vor allem, dass selbst im Falle eines Angriffskrieges, der im Grundgesetz auch verankert ist, in Artikel 815a fortfolgende, habe ich vorher auch noch nie gelesen, aber selbst da dürfte niemals die Grundrechte so verletzt werden, wie das passiert ist und jetzt wieder passiert. Man hat das Grundgesetz komplett außer Kraft gesetzt. Und dann habe ich noch argumentiert mit dem Infektionsschutzgesetz, das ich auch zuvor nicht kannte, obwohl ich Medizinrechtlerin bin, aber wir brauchten es nicht, weil offensichtlich früher oder bis April die Gesundheitsämter wirklich nur Menschen mit Lungenpest oder mit Ebola, so wie es in § 30 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz steht, in Quarantäne schicken. Und bitte ja, da bitte ich darum, dass die das dann auch einhalten. Das ist eine verdammt gefährliche Krankheit. Heute werden Millionen inzwischen positiv Getesteter und deren Kontaktpersonen seit Monaten in Quarantäne gesetzt. Hinzukommen oder darin enthalten sind auch all diejenigen, die gereist sind, aus einem monströsen Risikogebiet kommen, wo wir die Inzidenzzahl 50 von 100.000, das ist genau die seltene Krankheit, 50 von 100.000, 5 von 10.000. Die sind aber nur infiziert, die sind nur positiv getestet, Quatsch, sie sind nicht infiziert. Ne? Vielleicht 3 davon sind infiziert und keiner von den 50 ist irgendwie schwer in der Klinik zu beatmen. Hunderttausende von Menschen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes in Quarantäne, alle müssen Maske tragen. Das ist das Infektionsschutzgesetz missbraucht, vergewaltigt, mit den Füßen getreten und ins totale Gegenteil verkehrt. Das ist absurd. Ich habe am Ende meiner Verfassungsbeschwerde geschrieben, der Shutdown der 16 Landesregierungen der Bundesrepublik ist für mich als Rechtsanwältin mit 25-jähriger Berufserfahrung der größte und ungeheuerlichste Rechtsskandal, den Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat. Die Verfolgung Unschuldiger, Klammer, wenn gesunde Menschen miteinander sprechen oder spazieren gehen, glauben Sie mir, ich habe auch ein paar Bußgelder, das höchste ist 1000 Euro, die anderen sind 350, ich freue mich auch auf die Verfahren. Also, und die massive polizeiliche Kontrolle lässt mich zutiefst erschaudern. Noch nie wurden das Grundgesetz, dessen Bestehen ganz Deutschland noch im letzten Jahr so stolz gefeiert hat, noch nie wurden die Freiheitsrechte der Bürger in Deutschland so mit Füßen getreten. Noch nie wurde eine Verfassung so radikal und so schnell vernichtet wie durch die Maßnahmen der 16 Landesregierungen und der Bundesregierung vor 2 Wochen. Dieser böse Spuk muss sofort ein Ende haben. Und warum bin ich hier? Weil auch ich, und das teile ich mit den Kollegen, die hier sind, allerdings mit den anderen 167.000 Kollegen, die es in Deutschland gibt,
Da müsste man nachhaken und nachfragen. Wir jedenfalls erinnern uns an den Eid, den wir geschworen haben bei der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Der lautet: Ich schwöre, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen. Und warum bin ich noch hier? Weil auch die Richter einen Eid geschworen haben. Und diesen möchte ich hier vor dem Bundesverfassungsgericht vorlesen. Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben. Nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. So wahr mir Gott, und den brauchst jetzt vielleicht wirklich, helfe. Vielen Dank. Sie wollen, dass wir verstummen, ins Körbchen 1, 2, 3. Sie wollen, dass wir parieren, das sei doch unsere Pflicht, dass wir im Takt marschieren, jedoch das wollen wir nicht. Und wenn